Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Heute geht es gegen Watford und gegen Nottingham Forest, das heißt gegen zwei ehemalige Zweitliga-Vereine. Und Cristiano Ronaldo hat unser Vorvertragsangebot akzeptiert, das heißt, er wird ab nächster Saison bei uns spielen. Er kommt zu Newcastle United. Cristiano Ronaldo, ehemaliger Weltfußballer, keine Ahnung, wie es momentan bei ihm läuft, zumindest in dem Karrieremodus. Ja, er wird unseren Verein beehren. Er wird für zwei Jahre zu uns kommen. Richtig, richtig geil und das noch ablösefrei. Ich freue mich extrem darauf. Nächstes Jahr dann schön vorne mit Remy, Reus und natürlich auch Ronaldo. Das könnte sehr interessant werden. Wir werden noch andere Angebote diese Saison, beziehungsweise diese Folge noch bekommen, denn wir sind schon am 13. Januar. Das heißt, wir gehen langsam in die Mitte der Transferphase. Und zunächst einmal müssen wir ein bisschen die Aufstellung bearbeiten, denn wir spielen gegen Watford, das heißt gegen einen etwas schwächeren Verein. Und unser Team ist nicht ganz hundertprozentig fit, deswegen spielt unter anderem Geis, aber nicht auf der 10, sondern auf der 6. De Jong spielt auf der 10. Allgemein etwas anderes Team, aber ihr seht das gleich nochmal. Wenn euch die heutige Episode gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Da ist eine großartige Unterstützung für mich. Ich denke, aber ihr wisst Bescheid, das habe ich ja in der letzten Episode schon immer wieder gesagt. Und es ist einfach wirklich so, wir haben letzte Episode das erste Mal verloren. Dementsprechend ist das Ganze nochmal ein bisschen spannender geworden. Und gerade für die Spannung können wir vielleicht mal einen Daumen nach oben sehen. Ich bin sehr gespannt, ob er vielleicht mal 1000 Likes schafft auf dem Karrieremodus wieder. Vielleicht auch, weil Ronaldo gewechselt ist. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Wir haben jetzt mittlerweile so ziemlich die Aufstellung gemacht, die ich wollte. Ich glaube, Clément kommt auf die Linksverteidigerposition. Oder das ist im nächsten Spiel. Kann am nächsten Spiel sein, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall spielt Clément in dieser Episode noch unser neuer Ersatz-Mittelfeldspieler quasi, Verteidiger. Und ja, Ibrahimovic in Sturm, Reus auf links, damit können wir loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich nach dem Spiel wieder. Watford empfing den Meister aus Newcastle, Tabellenführer und seit letzter Woche nicht mehr ungeschlagen in der Premier League. Ja, sie hatten verloren gegen den Swansea City Football Club. Dementsprechend mussten sie heute gegen den ehemaligen Aufsteiger natürlich wieder ordentlich pushen. Watford momentan auf Tabellenposition 10, das heißt im gesicherten Mittelfeld ganz ordentlich, aber mit 21 Punkten Rückstand auf Newcastle. Da sieht man schon einen kleinen Unterschied. Die Tordifferenz einmal 22, einmal 2. Da geht also einiges heute theoretisch für die Offensive von Newcastle. Aber natürlich will sich Watford als Aufsteiger auch richtig gut präsentieren, haben nichts zu verlieren. Und genau das kann natürlich die Stärke der kleineren Vereine sein. Die Welt auf der einen Seite war ein bisschen geschwächt im Vergleich zu der Vorwoche. Auf der anderen Seite natürlich eine No-Name-Elf. Allerdings mit einigen gefährlichen Spielern, die man eventuell kennen könnte. Sané war heute der Kapitän bei Newcastle, hatte die Ehre, seine Mannschaft auf den Rasen zu leiten. Und wie die aussah, gucken wir uns gleich an. Zunächst mal werfen wir einen Blick auf, ja, Watford Football Club. Wir haben im Tor Kuhne davor, dann Doyle, Bielkalem, Ekstrand und Jefferson auf der 6. Murray und McGuggin relativ weit zurückgezogen. Davor Batocchio, Castellani und Ike Chiqui. Irgendwie ist irgendwas an. Und im Sturm dann noch Troy Deeney. Dementsprechend eine sehr, sehr starke Aufstellung an sich für die zweite Liga. Für die erste Liga, naja, wir werden sehen, wie sie sich gegen die Meister schlagen werden. Begovic, Yamat, Sané, Laporte, Mendy bei Newcastle in der Defensive auf der 6. Geist davor, Niang, Reus, De Jong, Remy und Ibrahimovic heute wieder in der Sturmspitze. Reus ausnahmsweise mal wieder auf der linken Seite. Sieht sehr stark aus und wir gehen gleich rein in die erste Szene der Partie. Davor kommen wir uns noch einmal Marco Reus, aber momentan Topscorer bei Newcastle United. Und wir werfen einen Blick zurück auf das erste Spiel von Trainer MGT bei Newcastle United. Das ging gegen Hull City und damals hatte der Keeper, der heute bei Watford im Tor stand, und zwar Kuhne, einen relativ schweren Tag, denn er hatte da einige Fehler gemacht, der gute Ito Mileng. Aber heute sollte das Ganze ein bisschen anders werden. Wir gehen rein in die erste Szene der Partie und die war natürlich auf Seiten des Favoriten von Newcastle United. Nach einmal zwei Minuten, Ibrahimovic macht das klasse, spielt den Ball auf Remy und der ist schneller als extra und setzt sich wunderbar durch. Wunderbar gehalten, aber auch von Kuhne. Der verhindert hier das nächste Tor des Franzosen, der ja momentan wieder gut in Form ist. Allerdings hier gegen die Südafrikaner keine Chance hat. Der hält den nämlich richtig, richtig gut. Wehrt den Ball zur Ecke ab, aber das muss ja auch nicht sonderlich viel heißen, denn sie haben ja kopfballstarke Spieler, die Magpies. Ecke wird reingebracht von Marco Reus und da steht er auch direkt. Salif Sané, 1:0, dritte Spielminute und direkt der Treffer des neuen Kapitäns. Wunderbar, der Senegalese muss da nicht mal sonderlich hochsteigen, ist ja mit 1,96 mit Größe quasi gesegnet. Dementsprechend größer als die Verteidigung, muss den Kopf nur hinhalten und zack, steht 1:0. Weiter ging es in der Offensive mit Newcastle, die macht ein richtig gutes Spiel. Ibrahimovic auf Reus, es dauerte bis zur 20. Minute. Doppelpass zwischen dem Schweden und dem deutschen Nationalspieler und dann geht er einfach mal durch. Ist schneller als Doyle, geht in den 16er wieder gegen Kuhne, aber der hält den Ball. Nochmal abgewehrt, der Ball kommt nochmal auf Geis und dann auf Niang, der legt nochmal ab. Dann schießt Ibrahimovic daneben und es kommt De Jong und wieder ist Kuhne da. Klasse Parade vom Südafrikaner, es blieb beim 0:1 allgemein. Ja, hat Newcastle jetzt nicht mehr so viel, die lehnten sich ein bisschen zurück, spielten aber gut nach vorne teilweise. Hier beispielsweise Ibrahimovic auf Remy, wieder ist Kuhne dran gewesen. Allerdings, diesmal gibt es keinen Eckball, Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Er war tatsächlich dran in dieser Situation. Hier sieht man es mit der rechten Pranke, lenkt er dabei noch am Tor vorbei. Wunderbare Tat. Kurz vorher hätte man versucht, nach vorne zu kommen von Watford, aber so sah das
meistens aus. Sie kamen nicht in den 16er von Newcastle und die machten vielleicht nicht so viel, aber wenn sie was machten, dann machten sie es gut. Hier Reus auf Ibrahimovic, klasse durchgesetzt gegen Extrand, der wunderbare Ball nach außen auf den Bargen Young, der sich klasse durchsetzt im 16er und der Schuss wird aber gehalten, wieder mal von Kune. Der machte, wie gesagt, ein richtig starkes Spiel, die hatten einige Probleme mit dem Südafrikaner, aber trotzdem ging es mit der 1:0 Führung für die Magpies in die Halbzeit. Watford hatte noch nicht viel getan in der Offensive, da musste auf jeden Fall noch mehr kommen, wenn man wirklich breite Brust entgegenhalten wollte. Nichts zu verlieren, damit hat man, beziehungsweise davon, aber bisher noch nicht so viel gesehen. Allerdings ging das in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser los, und zwar direkt mit der ersten Chance, nach gerade mal 2 Minuten über Louis McGugan. Schöner Versuch, Begovic muss aber nicht mal hinschmeißen, der kann einfach sitzen bleiben, der Ball kam direkt auf den Mann. Trotzdem war jetzt, ja, Watford das bessere Team über. Anja kommt hier der Ball nochmal zurück zu Jefferson, klassischer Doppelpass, und der flankt einfach mal in die Mitte auf den zweiten Pfosten. Bartocchio wird nicht genug unter Druck gesetzt von Mendy, der Ball kommt zu Troy Deeney. Sané grätscht daneben, 1:1. 63. Minute, der zweite Torschuss der Partie von Watford, und der ist direkt in Deeney, allgemein sehr, sehr starker Stürmer, extrem torgefährlich. Wenn er eine Chance bekommt, macht er sie rein, und das muss hier auch Begovic erfahren. Da geht Mendy nicht richtig drauf, Sané grätscht zu früh daneben und Begovic ist chancenlos, also 1:1, und jetzt gegen Newcastle plötzlich die, ja, Nerven so ein bisschen durch. Wieder Deeney im 16er, setzt sich durch gegen Salif Sané, die Flanke wird zum Torschuss, Innenpfosten rettet Begovic, der schon geschlagen war. Also Watford jetzt richtig stark, die spielten richtig gut nach vorne, Newcastle, die kam gar nicht mehr nach vorne, und wenn, dann sah das so aus wie hier, Ibrahimovic auf Remy, und der musste dann alleine versuchen, weil nur er und Ibrahimovic vorne sind, extra und kochte ihn dann ab. Allerdings wollte Newcastle das nicht auf sich sitzen lassen, musste es zunächst über sich ergehen lassen, wieder McGugan auf Castellani, der versuchte mit dem Ball auf Bartocchio, auf Troy Deeney, und wieder ist Begovic da, aber das war nicht die letzte Szene der Partie in der 82. Minute, nein, denn in der Schlussphase war Newcastle, wie wir es so kennen, alles nach vorne. Sie wollten hier die 3 Punkte mitnehmen, nachdem sie sich die ganze Partie vor allem die zweite Halbzeit zurückgelehnt haben. Remy mit dem Versuch, wieder ist Kune da, klasse Parade, rausgeklärt, aber da ist dann Sané, und der ist kopfballstark, der muss nicht mal hochspringen, der ist auch so groß genug. Ball kommt nochmal zu Loire Remy, der macht das gut, legt den Ball zurück auf Reus, Reus, klasse Ballkontrolle, 2:1, 90. Minute, letzte Sekunde der Partie, und der deutsche Nationalspieler macht tatsächlich wieder den Führungstreffer und den Siegtreffer natürlich dementsprechend für Newcastle United. Das war wunderbar gemacht von Marco Reus, setzt sich da klasse durch, nachdem Remy den Pass gespielt hatte, hier wunderbar an der Grätsche vorbei, und dann der schwache Abschluss eigentlich, zumindest nicht sonderlich stark geschossen, aber halt platziert genug, um Kune zu überwinden. Klasse Partie, hier konnte er nichts machen, und dementsprechend das 12. Saisontor für Marco Reus, der damit zum Topscorer weiterhin aufsteigt, und es war auch die letzte Aktion der Partie, denn danach war das Spiel vorbei. Newcastle gewinnt also gegen den Aufsteiger aus Watford verdient, ja, nicht wirklich, mit 2:1. Watford war gerade in der zweiten Halbzeit deutlich besser, allerdings haben sie es nicht geschafft, Begovic zweimal zu überwinden, und dementsprechend müssen sie sich damit abfinden, dass das effektivere Team gewinnt, und das war der Meister, das ist der Tabellenführer, und das ist leider Gottes für Watford Newcastle United, 2:1 Sieg für die Magpies. So, damit haben wir das abgeschlossen. Ich habe leider nicht die anderen Ergebnisse. Ich habe zu spät die Aufnahme wieder angeschaltet. Wir haben aktuell das aus Frankreich, das gucken wir uns gleich mal an. Und allgemein wird jetzt noch einiges passieren, was Transfers angeht. Ja, der Vorstand ist relativ zufrieden mit unserer Leistung. Komisch. Sollte er auch sein, denn wir sind Tabellenführer und wir sind wirklich extrem gut bisher dabei. Ja, wir sind allgemein nicht so interessiert an vielen Spielern mehr. Wir wollen ja nicht mehr so viel kaufen. Wir haben ja jetzt mit Ronaldo wieder einen sehr teuren Spieler, mit Hazard einen sehr teuren Spieler. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle unterbringen soll, aber wir werden das schon sehen und irgendwie bestimmt auch hinkriegen. Aber wir kriegen natürlich Angebote rein. Einmal kriegen wir einen Jugendscout-Brief, und wir kriegen auch noch ein Angebot für Remy Cabella, was relativ interessant ist, aber dazu gleich mehr. Turnierpreisgeld und dann aber aktuell ist aus Deutschland und das Transferangebot für Marco Reus, zunächst mal von Rom. Die möchten gerne 48 Millionen bezahlen, ich möchte aber mindestens 88 haben, denn Marco Reus möchte ihn nicht so einfach abgeben, denn er spielt einfach gut, der ist Topscorer und dementsprechend muss da ja schon ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt werden. Aber gut, das ist nicht das interessanteste Angebot für diese Episode, das kann ich gleich schon mal sagen, weil Marco Reus' Marktwert ja auch ziemlich hoch ist. Wir haben auch einen geänderten Spieltermin, allerdings ist das nicht so interessant, das aktuelle aus Deutschland. Ja, ist mal wieder, glaube ich, der Succi, der Innenverteidiger, der jetzt nicht so krass ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der mich nicht so wirklich interessiert. Aber gut, wir spielen am 30. Januar dann gegen Aston Villa, genau. Und haben hier nochmal, ach hey, André Hoffmann. Ach ja, wir haben sogar mehrere Spieler, nicht nur Succi. Das ist ja mal überraschend. Egal, das löschen wir auf jeden Fall am Jugendscout-Berichte, die aber auch nicht so extrem krass diesmal sind. Wir haben ja in den USA, glaube ich, welche. Ich weiß gar nicht, in Griechenland, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall nichts so krasses diesmal dabei, soweit ich mich erinnere. Und allgemein müssen wir mal schauen, wo wir sie nächstes Mal hinchecken. Denn ich möchte ja ganz ehrlich gesagt schon irgendwie das, wie soll ich das sagen, ja, wir schnelle Spieler haben. Ihr habt das ja gesagt irgendwann, ich habe es mal angemerkt, es ist theoretisch möglich, schnelle Nachwuchsspieler zu bekommen, aber nur in Afrika, und deswegen mache ich das hier einfach mal. Wenn die Scouts einmal in Afrika waren, dann finden sie auch schnellere Spieler, aber so, naja, ist es ein bisschen schwieriger und dementsprechend machen wir es so, wie ich es hier gerade quasi versuche, und zwar in Afrika, in Marokko nämlich und in Nigeria, wo habe ich noch hingeschickt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind das jetzt unsere neuen Orte und ich würde sagen, damit gehen wir auch fast schon rein in die nächste Partie. Wir müssen nur noch zum Spieltag vorsimulieren, haben nochmal ein Angebot von Roma bekommen über 53 Millionen, aber das reicht
reicht mir nicht. Für ja, einen meiner besten Spieler ist, denke ich mal, auch ganz verständlich. Und ja, schauen wir einfach mal, was jetzt noch kommen wird. Vielleicht auch von Aroma, vielleicht von irgendeinem anderen Verein, vielleicht auch von PSG, vielleicht auch für einen anderen Spieler. Das wäre ein kleiner Fingerzeig und das wird tatsächlich so sein auch in dieser Episode. Wir kriegen auf jeden Fall eine Nationaltrainer-Offerte und ein bisschen was aus England, beispielsweise Oscar, Di Maria und Welbeck und so weiter und so fort, aber nichts so krasses. Ja, ist nicht mehr so interessant jetzt hier, was passiert. Wir müssen nur noch die Aufstellung machen. Und gegen Nottingham Forest ist auch so das Ding wieder, es ist an sich ein starker Aufsteiger, in der Theorie, weil Aufsteiger immer stark sind, gegen die habe ich immer Probleme. Beziehungsweise entweder ich schieße 6-0 ab oder ich habe Probleme. Aber wir wollen trotzdem mit einer Elf spielen, die halt dem quasi nicht gewachsen ist in der Hinsicht, aber schon irgendwie interessant. Aber wir wollen auch die Nachwuchsspieler spielen lassen und das ist so ein bisschen das Problem. Dalin wird nicht spielen, Clément wird nämlich spielen jetzt in dieser Folge, beziehungsweise in diesem Spiel. Allerdings wird Clément zunächst einmal ja quasi in der Startelf stehen und Dalin dann später eingewechselt werden. Das heißt, beide kriegen ihre Einsatzzeit. Vorne Ibrahimovic geht wieder raus, Reus kommt dafür rein und Draxler kommt auf die linke Mittelfeldposition. Ich glaube, ja, Thor Wobblet erstmal draußen, genau, gut. Damit gehen wir in die Partie gegen Nottingham Forest. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Nach dem sehr, sehr knappen Sieg gegen Watford heute im St. James' Park, die nächste Aufgabe für Newcastle und wieder war es ein Aufsteiger. Diesmal Nottingham Forest, die Rothosen waren zu Gast, spielten allerdings heute mit einer Elf, die man vielleicht nicht so erwartet hat, hatten einige starke Transfers vor der Saison gemacht, aber standen trotzdem auf Tabellenplatz 19. Dementsprechend mussten sie sich anstrengen, die Punkte auf Newcastle, Rückstand, aber auch nicht drüber reden, auch das Torverhältnis mit minus 17 deutlich schlechter als das plus 23 Torverhältnis von Newcastle, aber trotzdem waren viele Fans mitgereist, denn sie wollten beim Meister natürlich eine gute Vorstellung ihrer Mannschaft sehen. Die Rothosen spielten heute allerdings in roten Trikots und roten Stutzen. Dementsprechend war das Ganze nicht mehr so wie in der Vergangenheit, aber das ist ja auch egal, denn es geht ja nicht darum, wie die hier auflaufen, Hauptsache sie spielen vernünftig, beziehungsweise hauen sich voll rein, unter anderem Majewski, war einer, der auf die am meisten geschaut wurde, und Antonio Rüdiger, Leihspieler von Newcastle, verliehen an Nottingham Forest und er stand heute in der Startelf. Alex, guck mal zunächst einmal auf die von Newcastle, Begovic, Chambers, Sané, Laporte und Clément, erster Einsatz für den ja quasi neuen Nachwuchs-Linksverteidiger bei den Magpies, Sippel auf der 6 davon, Young, Draxler, Cabella, Remy und Reus, das heißt die gewohnte Offensive, abgesehen von ja, Florin Thauvin, der spielte nicht mit, dafür war halt in der Startelf, auf der anderen Seite wie gewohnt Mbaye Niang. Wir gucken auf Nottingham Forest im Tor, Efthimov davor, Ligey und zusammen mit Mencien und Rüdiger, zwei ehemalige ja, Spieler der Bundesliga. Fox auf der Linksverteidigerposition, davor dann Michel Antonio, im zentralen Mittelfeld Robert Tesche, ebenfalls ehemaliger Hamburg, genauso wie Mencien, Lansbury, Patterson, Majewski und Gabriel Agbonlahor in der Sturmspitze. Majewski so ein bisschen die falsche 9, beziehungsweise der Spielmacher und Agbonlahor, man kennt ihn eventuell, ein sehr schneller Spieler, ein sehr guter Spieler, genauso wie Marco Reus, vielleicht nicht ganz so technisch stark, aber trotzdem an sich der torgefährlich. Die erste torgefährliche Szene, ging aber trotzdem bei den Magpies über Marco Reus. Flanke in die Mitte nach dem Eckball. Cabella könnte abschließen, aber dabei wird er letztendlich geklärt und rausgeschlagen von Ligey. Dementsprechend bleibt es hier beim 0:0 nach knapp 6 Minuten. Trotzdem macht den Newcastle das Spiel. Auf der anderen Seite gab es Konterchancen. Hier beispielsweise mal gut geklärt und nach vorne gespielt. Denkst du, der Ball kommt nämlich zu Gabriel Agbonlahor und der zieht knapp am Tor vorbei. Das war die erste richtig gute Aktion. Begovic muss aber nicht eingreifen. Der englische ehemalige Nationalspieler scheitert hier an sich selbst. Dann nach knapp 25 Minuten mal Newcastle erstmals richtig gefährlich vor dem Tor. Reus mit dem Kopfball und wunderbare Parade von Efthimov. Das war ein ziemlich starker Kopfball von Marco Reus. Normalerweise gerade nicht dafür bekannt, aber hier die klasse Flanke von Young und im Endeffekt der Kopfball von Reus gehalten. Dann ging es über Remy Cabella weiter nach vorne. Der Kapitän bzw. ehemaliger Kapitän mittlerweile wieder mit von der Partie, spielt den Ball hier auf Remy. Der setzt sich klasse durch und versucht es einfach mal, aber knapp am Tor vorbei. Es wollte nicht so wirklich gefährliches auf dem Kasten von Efthimov, abgesehen vom Kopfball von Reus kommen. Das änderte sich dann aber prompt, als Remy Cabella den nächsten Versuch wagte. Diesmal spielt er aber nicht ab. Diesmal geht er alleine und wird nicht angegriffen von Antonio Rüdiger. Der geht nicht richtig drauf, die Franzosen. Der kann dann im 16er einfach rumtanzen. Niemand geht so wirklich drauf. Und 1:0, 43. Minute, kurz vor der Halbzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Nottingham extrem wenig zugelassen. Hat er extrem gut gestanden. Alles wunderbar gemacht. Und in der Situation einfach überhaupt kein Pressing ausgeübt auf den Spielmacher, der Magpies. Der kann da alleine durchgehen. Und sie wissen ja, dass der Tor gefährlich ist. Hier haben sie es einfach mal kurz vernachlässigt. Und dementsprechend steht es zack 1:0. Mencien kommt zu spät. F-Team auf chancenlos. Und der Außenriss haut den Ball dann rein. Die zweite Halbzeit begann dann mit einer Chance für Nottingham. Der Ball hier mal auf Ligey gespielt. Er zieht ab aus knapp 10 Metern, aber deutlich daneben. Begovic muss wieder nicht eingreifen und es ging weiter mit Newcastle. Die spielt nämlich jetzt gut nach vorne über Niang und Remy. Weiter bei nach vorne und da ist Marco Reus. Wunderbare Volleyabnahme, aber knapp am Tor vorbei. Das wäre eine richtig schöne Bude gewesen, aber so blieb es beim 1:0. Dementsprechend knappes Ergebnis. Newcastle versuchte aber das auszubauen und versuchte weiter nach vorne zu spielen über Loire Remy. Der trifft in letzter Zeit normalerweise wie am Fließband. Im letzten Spiel hat er viele Chancen vergeben und diesmal kommt zunächst mal Draxler und ganz komische Parade von Efthimov. Das war eigentlich überhaupt nicht gefährlich, aber der
deutsche Nationalspieler bringt den Ball irgendwie so aufs Tor, dass es noch gefährlich wird. Dann kam ein Fehler von Mentzien, geklärt auf Marco Reus. Marco Reus versucht es mit dem Schuss, abgewehrt von Rüdiger. Es blieb beim 1:0. Klasse Aktion vom Leihspieler von Newcastle. Er verhindert hier das Tor seiner ehemaligen Teamkollegen. Die Ecke reingebracht, ebenfalls wieder von Marco Reus. Kommt nicht so gut, aber landet bei Clément. Der möchte natürlich nicht selber schießen. Nein, er legt ab auf Salif Sané. Der könnte schießen, macht es aber nicht. Überlegt zu Draxler. Er setzt sich durch und dann ist Julian Draxler frei vom Tor und macht das 2:0. 65. Minute, da geht wieder niemand so richtig drauf. Da ist Mentzien überhaupt nicht bei der Sache. Und Rüdiger, der geht erst zu spät wirklich in den Zweikampf. Er versucht noch zu retten, was nicht mehr zu verteidigen ist. Und dann steht es 2:0. Quasi schon die Vorentscheidung hier. Rüdiger wird hier quasi auch noch gefoult in gewisser Weise von Yakabeya, aber kann da nichts mehr machen. Abdoulaye Clément beendet dann sein Startelfdebüt, hat eine gute Leistung gezeigt. Für ihn kam Zaza Dali mal wieder in die Partie. Der Schwede war ja in letzter Zeit nicht mehr so gefragt. Mittlerweile sollte man ihm aber wieder mehr Spielzeit geben, sagte zumindest Trainer MGT. Genau sieht das Ganze bei Clément aus. Die beiden auf der Linksverteidigerposition jetzt die Option zu quasi Benjamin Mendy, da Kosawaya wechseln möchte. Flanke von Osborne, 70. Minute, Kopfball und. Nein, es war nicht die erste, richtig gefährliche Aktion, denn der Kopfball von Majewski war nicht sonderlich stark aufs Tor von Begovic gebracht. Der hatte da kein Problem mit denen zu halten. Dann kam Draxler mit einem komischen Pass, Reus mit viel Einsatz und plötzlich spielten sie weiter nach vorne, 80. Minute. Es war gerade, habt ihr gesehen, die Anschlusschance quasi mit diesem kleinen Kopfball von Majewski für Nottingham da. Und dann kam Marco Reus mit dem klasse Doppelpass, die klasse Flanke und dann war Loiremi da und dann macht er sein Tor. 81. Minute nach ganz, ganz vielen vergebenen Chancen, sowohl gegen Watford als auch heute gegen Nottingham Forest, macht er den Ball dann doch rein. Wieder sieht Efthimov dann nicht gut aus. Wir haben schon einmal die komische Aktion gegen Draxler gesehen, bei den Toren konnte er nichts machen, aber hier springt er quasi am Ball vorbei, beziehungsweise steht einfach falsch und im Endeffekt hat Remy die Sprungkraft, um das Tor zu machen. Newcastle also mit einem souveränen 3:0 Sieg gegen Nottingham Forest. Der Aufsteiger hat sich genauso präsentiert, wie man es erwartet hat. Sie haben versucht, nach vorne zu spielen, haben es aber nicht so wirklich hinbekommen und Newcastle war eiskalt vor dem Tor, hat die Chancen ausreichend genutzt und dementsprechend ein 3:0 verdienter Sieg für die Magpies, für den Tabellenführer, und Nottingham Forest bleibt weiter unten drin. So, damit war es das quasi von dieser Episode von den Spielen her. Wir haben aber natürlich noch Transfers, die wir quasi machen wollen oder machen nicht wollen oder andere machen wollen. Ja, wir werden gleich sehen, was ich damit meine. Wir haben erstmal die Pressekonferenz vor dem Kopfspiel gegen Chelsea. Kopfspiel. Ich kann schon wieder nicht reden. Aber egal, vor dem Kopfspiel gegen Chelsea, da loben wir unseren Verein natürlich und werden das Ganze übrigens wieder simulieren, weil es ist ja ein Kopfspiel. Die werde ich jetzt immer simulieren, außer sie sind wichtig. Und ich glaube, das Hinspiel haben wir... Ich weiß es gar nicht mehr. Muss nochmal nachgucken, bevor ich das simuliere. Auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt das Transferangebot, was interessant ist. Und zwar für... erstmal gucken wir uns Baye Back an, aber der ist nicht interessant. Mach weg. Na los, mach weg. Ich will das Transferangebot sehen. Mach Jean-Christophe Baye Back weg. Dankeschön. Und jetzt rausgehen und das Transferangebot angucken. Von dem gleichen Verein übrigens, wo Verratti spielt, der gar nicht so scheiße aussieht. Allerdings, ja, ist das Angebot für Remy Cabella. 32 Millionen. Ah. 142 wäre interessant. An sich, gutes Angebot, weil er hat 25 Millionen Marktwert, aber ich will ihn nicht verkaufen. Was meint ihr? Sollte ich Cabella weggeben, um Hazard Platz zu schaffen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.